Zombie Apocalypse. Mann, ist das idyllisch. Man hört ja bloß die Vögel zwitschern, man hört die schöne Luft, die schöne Landluft. Da hinten sieht man gerade einen Ballon fahren. Weiß nicht, sieht man das jetzt im Video? Ich glaube, ne? Guck mal, wir haben ja unser mega gutes Fernglas. Was? Was ist denn da drin? Ein Steinbock oder ein Reh oder ein Hirsch? Was ist denn das? Das ist ja nice. Cool. Siehst du, da holt man einmal sein Fernglas raus und dann zoomt man einmal ran und dann ist man auch schon dabei, irgendwelche komischen Sachen zu entdecken. Und ich zoome jetzt einfach mal mit Absicht nach unten zu diesem einen Gebäude. Ja, Leute, in diesem Sinne, ich grüße euch erstmal hier recht herzlich zu einem neuen Projekt im Alice 19. Wir befinden uns hier Entschuldigung, auf einer neuen Map, die ich gerne hier spielen möchte. Es ist eine verdammt gute Map. Man merkt es ja eigentlich auch schon, wie idyllisch die eigentlich ist. Es ist ein ganz kleiner Ort und drumherum sind zigtausend Felder. Wir spielen heute hier auf Kandelin oder Kandelin. Das ist das LS17 Mecklenburg-Projekt. Das stand sozusagen unter der Start-Map im LS19, nachdem man diese Map gestartet hat. Und ich freue mich einfach, euch diese wunderbare kleine Map euch heute einfach mal vorzustellen. Was wird euch hier erwarten auf dieser Map? Ganz einfach, das wird so auf jeden Fall weitergehen wie auf Falkland. Es wird hier Feuerwehreinsätze geben. Ja, auch wenn man es nicht glaubt zum Anfang, aber es ist so. Ich werde hier probieren, Feuerwehreinsätze zu absolvieren. Ich habe jetzt hier auch schon mein erstes Fahrzeug bereitgestellt. Ich stehe hier gerade aktuell an einem kleinen idyllischen See. Und wir müssen natürlich auch erstmal in die Wache fahren. Das mit unseren First Responder KDOW, wie man das gerne sehen möchte. So hatte ich das ja verwendet auf Falkland. Wir fahren jetzt erstmal rüber ins Dorf und dann schauen wir mal, was wir da noch machen können. Vielleicht ein kleines Eis essen oder so, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Oder vielleicht irgendwas anderes essen, auf jeden Fall habe ich Hunger. Sehr, sehr cool Dampf. Ich habe Dosch wie sonst was. Mal schauen, was wir uns alles jetzt hier gleich kaufen können. So, von oben sieht natürlich alles einfach und schön aus. Ach nee, ist es ja schon. Da müssen wir rein. Hier ist unsere neue Wache, die ich euch gerne präsentieren möchte. Es ist diesmal nichts Großes. Überhaupt gar nicht. Es ist auch gar keine Berufsfeuerwehr. Es wird diesmal eine freiwillige Feuerwehr werden. Was eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt ist. Denn wir haben natürlich gerade in diesem Dorf jetzt nicht so verdammt viele Einsätze, wie zum Beispiel, wenn man eine Berufsfeuerwehr in einer Stadt baut oder so. Das muss natürlich auch nicht immer sein. Deshalb, ich freue mich auch endlich mal wieder hier eine kleine freiwillige Feuerwehr zu haben, in der man einfach für sich ist, in der man weniger Fahrzeuge hat und so weiter. Also ihr seht ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Tore. Dann haben wir auch eine Werkstatt hier drin. Also alles wunderbar. Obwohl die draußen jetzt nicht Feuerwehr steht, aber das sollte jetzt nicht schaden, finde ich. Also mir persönlich stört es überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Aber trotzdem, das ist einfach eine richtig schöne Map, auf der man garantiert zu 100% entspannen kann. Also die ist einfach so idyllisch und so weiter. Also traumhaft. Was haben wir hier eigentlich? Das habe ich mir vorhin schon mal gefragt. Kann man auch öffnen? Ach, das ist glaube ich so ein kleiner Hof oder so mit Tankstelle und so weiter. Hier könnten wir natürlich auch unsere Fahrzeuge reinstellen. Aber da, wo ich gerade bin, finde ich das irgendwie alles ein bisschen besser, weil das Gebäude ist auch rot. Man hat jetzt auch nicht so viele Stellplätze, aber trotzdem gefällt mir das andere irgendwie besser, weil das sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Hof hier oder so. Das ist sogar der Bauernhof, ich glaube sogar. Ja, genau, von Kandelin.
Hier haben wir auch noch ein Tor. Kann man das auch öffnen? Das ist cool. Also seitdem ich den LS19 habe und auch spiele, erwische ich mich jedes Mal dabei, auf irgendein Tor, egal wo, einfach drauf zuzulaufen und das einfach zu öffnen, weil es einfach Spaß macht. Ich weiß nicht warum, das ist einfach so eine coole Funktion. Man drückt einfach eine Maustaste und dann haben wir das eigentlich auch schon geklärt. Dann geht das Tor auch schon auf oder halt zu, wie man das gerne hätte. Wow. So, super. Die hätten mir fast meine Gucci-Schuhe kaputt gefahren. Das gibt's ja nicht. Das müssen wir anscheinend auch lernen. Was ist denn hier? Tag der offenen Tür? Gibt es anscheinend ganz schön viele Sachen. Wie ist eigentlich der Spritpreis? Das würde ich gerne mal wissen. Der Spritpreis kostet heute... wir wollten ja dahin. Mensch, wie bin ich denn gerade da hingekommen? Diesel. 0 Euro. Super. 1,51. Boah. Vollkommen okay, würde ich sagen. Ne? Gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier noch so? Also man merkt, man ist hier wirklich gut aufgehoben. Es gibt so viele Häuser. Hier ist so ein kleiner Einkaufsplatz, eine Einkaufspassage. Nenne ich das einfach mal mit Volksbank und so weiter, drum und dran. Oh, guck mal da hinten, da haben wir ein ASB, Seniorenzentrum. Das ist ja auch cool, zum alten Abstellgleis. Okay. Der Name ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Okay, so, da haben wir endlich... Meyers Eisdiele, Speiseeis aus eigener Herstellung. So, dann hauen wir uns einfach mal die Wampe voll, ne? Aber warte mal kurz, vorher muss ich nochmal das Tor hier probieren, ob das aufgeht oder nicht. Schade. Das wäre cool gewesen, ne? Also öffnest du so ein richtig altes Holztor, auf einmal dahinter so richtig alte Gerätschaften, eine Simson, also eine Simi, eine Schwalbe, ein S50 und so weiter. Boah, das wäre geil. So, dann essen wir mal Eis, ne? Achso, ich müsste natürlich erstmal auf den Stuhl mich hinsetzen. So, jetzt haben wir es. Hallo? Ach, die hat ja geschlossen? Och nö. Och Leute. Ach komm, dann gehen wir wieder. Trinkgeld lasse ich trotzdem da. Einfach um hier nett anzukommen. Das ist ja schade. Hat die Eis die dann anscheinend geschlossen? Guck mal da, da ist nochmal der komische Wetterballon oder... Ein Reiseballon? Ist das nice. Leute, was ist denn hier los? Also, da denkt man, da sind einfach ein paar nette Leute drin, die einfach mal das Dorf von oben ansehen wollen. Und nee, dann sieht man da irgendwie so einen Steinbock oder einen Hirsch oder ein Reh, was das auch sein soll. Cool. Das ist schön. Also, muss ich wirklich mal sagen. Also, da fängt man an, hier ein neues Projekt zu starten und dann geht es halt gleich lustig los. Das kann ja gar. Das kann ja eigentlich nur gut werden. Denke ich einfach mal. Und ich sehe halt auf dem halben Weg, da vorne ist nochmal ein Tor, eine Garage. Ich glaube sogar, das ist mein Haus. Ja, genau, wir sind angekommen. Das ist hier mein Haus, liebe Leute. Das ist hier mein zweites Auto. Wow. Das kann ich leider nicht bewegen und trotzdem kann ich das Tor da öffnen. Hier ist mein persönliches Eigenheim. Mit Rasenmäher natürlich, mit. Unkraut, der schon bis oben wächst, mit netten Nachbarn und einer Kirche. Sehr schön. Das ist hier sozusagen mein Haus, meine Gegend, mein Block. Genau, Tür ist schon offen. Hier können wir natürlich reingehen. Ach, die ist zu, oder was? Die kann man anscheinend nicht öffnen. Ja, was haben wir denn alle hier in diesem schönen Gebäude? Wir haben jetzt erstmal hier ein kleines Büro mit einem Ofen, Art Wohnzimmer. Zwei Wohnzimmer sogar. Okay, das Entspannungsraum, / Büro. Das ist hier das Wohnzimmer. Richtig cool gemacht. Dann Licht können wir sogar ein- und ausschalten. Da kommen wir wieder auf den Flur. Ich glaube, wir können jetzt auch mal einmal nach oben gehen. Hier haben wir nochmal die Candelin Map. Auch sehr schön. Die haben wir auch hier. Sieht man, dass es genau die gleiche ist. Sehr, sehr cool gemacht. Dann haben wir hier drüben noch eine Tür. Die können wir auch noch öffnen. Hier geht's rüber zur Küche. Das Schmuckstück vom Haus. Das ist eine Art Badewanne. Wollte ich unbedingt so haben, weil ich wasche mich auch gerne mal in der Küche. Wenn ich keinen Bock habe, hoch ins Badezimmer zu laufen, macht sie das sehr gut. Dann haben wir nochmal einen Ofen. Also das ist typisch Dorf, ne? Also das ist lieber ein Ofen im Haus. Finde ich auch gar nicht so verkehrt, denn Ofen sind richtig geil. Also die werden sowas von schnell warm und das ganze Haus wird schön gemütlich. Und das riecht dann immer so gut nach Holz. Wenn man natürlich mit Holz heizt, ne? Ne, versteht sich. Nochmal ein Ofen, ein schönes Bettchen.
Da kriegt man so richtig Dorffeeling gerade. Also, ist irgendwie so richtig, richtig schön entspannt gerade. Hier ist das eine Badezimmer mit XXL-Klo. Wenn es mal länger dauert und man mehr zu erledigen hat, dann ist das Klo ideal dafür. Nochmal ein Klo mit Badewanne, auch mal noch ein XXL-Klo. Eine riesen Badewanne, in der man auch sehr viele große Sachen drin waschen kann. Auch sehr große Haustiere wie Elefanten, Tiger und so weiter, Nilpferde. Alles drumherum, drum und dran kann man hier waschen. Steht noch ein Stuhl vorm Garderobe, da ist bestimmt irgendwas versteckt oder so. Bestimmt das erotische Spielzeug oder so. Kann man sich gut vorstellen. Ach nee, halt, das ist ja mein Haus. Nee, das anscheinend doch nicht. Nochmal ein Büro. Hier werden meine YouTube-Videos gedreht. Genau, einen richtig schönen Gaming-Rechner habe ich auch noch. Da steht sogar die Marke dran, ne? Nee, doch nicht. Doch! Corsair. Geil. Cool. Das ist mein Rechner, der anscheinend nicht angeschlossen ist. Deshalb sind meine letzten LS19-Videos auch so ruckelig gewesen. Tja, verstehe ich natürlich. Wenn der Computer gar nicht angeschlossen ist, ist das natürlich gut vorhersehbar. So, das merken wir uns hier. Das ist unser kleines Gebäude, unser kleines Häuschen. Das haben wir also hier neben der Apotheke. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Also ich bin so richtig gerade im Feeling hier. Ich habe richtig Bock und Lust darauf, hier gerade so richtig loszustarten mit den ersten Einsätzen. Aber wiederum ist es ja eine freiwillige Feuerwehr. Deshalb, ich habe mir jetzt auch mal etwas überlegt, dass ich nicht die ganze Zeit auf der Feuerwehr hocken möchte. Ich möchte einfach ein bisschen hier die Landschaft erkunden und vielleicht auch mal andere Sachen machen. Es muss natürlich nicht die Landwirtschaft sein oder die Forstwirtschaft. Man könnte vielleicht auch irgendwie Agent sein oder so, was sehr viele Leute von euch sich da draußen gewünscht haben. Es muss ja nicht zwangsläufig immer Feuerwehr sein, obwohl das wirklich am besten ankommt und mir persönlich auch am meisten Spaß macht. Aber trotzdem, mal schauen. Vielleicht habt ihr Ideen, liebe Leute. Falls ihr irgendwelche Ideen, Vorschläge, Ratschläge habt, kloppt mir das alles gerne in die Kommentare. Und ja, wir holen uns nochmal das letzte Fahrzeug. Unser wunderschöner Rüstwagen. Der darf natürlich nicht fehlen. Der soll natürlich mit in die Berufsfeuerwehr von, wie heißt die Map nochmal? Kandelin. Ich muss mir das erstmal merken. In die Freiwillige Feuerwehr von Kandelin müssen wir erstmal fahren. Nach Kandelin geht's jetzt im Rüstwagen sofort. Hat jetzt nicht gepasst, aber Hauptsache, wir haben noch ein zweites Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich das behalten werde, denn das sieht man dann, glaube ich, später, ob das Spiel hängt, ob es ein bisschen ruckelt. Vielleicht werde ich mir dann sogar ein anderes Fahrzeug aussuchen. Mal schauen, vielleicht wird dieses Fahrzeug abgelöst. Und dann alle da draußen, die sich jetzt fragen, was für Fahrzeug ich jetzt gerne verwenden werde oder was ihr gerne sehen möchtet. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir das erstmal so überlegt, maximal 3 Fahrzeuge möchte ich gerne in diese Wache haben. Mehr muss das gar nicht sein, weil ansonsten, ich kann für nichts garantieren. Also es könnte ruckeln, es könnte flüssig laufen, es könnte einfach, weiß ich nicht. Man kann es halt nicht vorhersagen. Deshalb minimiere ich das einfach mal alles auf mindestens 3 Fahrzeuge oder sogar auch 2. Das wäre mir sogar, denke ich mal, am liebsten. Ob ich halt die Fahrzeuge hier behalte, das steht halt noch nicht fest. Das werden wir vielleicht mal in einem anderen Video klären. Mal schauen, wie ich mich entscheide. Vielleicht habe ich ja dann schon ein paar Kommentare von euch gelesen unter diesem Video, was ihr gerne hier noch sehen möchtet. Und ja. Die Feuerwache ist erstmal hier errichtet. Wunderbar. Dann können die Einsätze endlich kommen. Hier auf dieser wunderschönen Map, die ihr hier seht. Auf Kandelin wird es demnächst losgehen mit diesem brandneuen Projekt. Wenn ihr euch freut, liebe Leute, lasst mir das gerne wissen mit einem Däumchen nach oben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf dieses neue Projekt hier im Landwirtschaftssimulator 19. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Wir sehen uns wieder. Euer Robin. Das hört sich komisch an. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.